Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming. So, jetzt werden wir wieder weitergehen, Leute. Werden wir weiterreisen, Leute? Werden wir weiterreisen zu den anderen zwei Punkten? Zum Schnellreisepunkt und dann sind wir ja bald beim Galgenbaum. Mal schauen, ob wir den Galgenbaum heute sehen werden. Ne, da bin ich mal gespannt. Aber es ist nicht schlecht, Leute. Ach, mal mit dem Rabending mal weiter zu spielen, Leute. Kann schon sein, dass machen. Ach, mal andere Outfits austesten, Leute. Ja, so würde ich sagen. Zurzeit funktioniert es gut, Leute. Okay. Die Dinger, Leute, würde ich sagen, die machen wir mal später, Leute, die Dinger. Das sind, glaube ich, die Glitscher oder so, glaube ich. Die machen wir vielleicht später. Die machen wir vielleicht später mal, Leute, würde ich sagen. Die Glitsche da oben. Wir haben ja den markiert, Leute, dann können wir den beim nächsten. So würde ich sagen, dass wir jetzt die Glitsche mal vielleicht zusammen machen werden oder. Oder mal. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Mission. Wir wollen die Berserker-Mission erledigt haben, Leute. Oh Herr, vergib diesen Männern ihre Sünden nicht. Schicke sie in die gleiche. Okay, ich glaube, so ist ja irgendwas. Ich glaube, wir müssen mehr speichern, sicherheitshalber mal. Da ist irgendwas seltsam hier in dem Ding. Irgendwas ist doch seltsam. Wenn ihr Blut sie nicht von ihren Sünden reinigt, schicke sie samt den anderen in die Hölle. Okay, das ist eine sehr sympathische. Diese Männer getötet? Sie haben sich selbst getötet, als sie diesen heiligen Boden schändeten. Gott erzählte mir alles. Dann befahl er mir, sie zu züchtigen. Und über dich hat er mir auch viel erzählt. Halt ein, Sechsen! Bitte nichts tun! Ja, richten, oder? Wiederhole es. Was hat dein Gott über mich gesagt? Mein Gott nennt dich den Teufel mit den Krähenaugen. Und er sendet seine Engel, um dich zu finden und zu töten. Und dann werden sie dich in den Höllenschlund werfen. Dämon. Ein Blutlied für Edmund. Okay. Ja, den Schnellreisepunkt holen wir uns jetzt auch wieder schön. Und alle in die Flüge.
Na, war auch immer schön, die ganzen Synchronpunkte freizuschalten, Leute. Weil dann haben wir später, wenn wir Aufgabe machen, einfacher finden können. Er macht es auch ein bisschen einfacher. Okay, weil da drüber ist noch... Okay, den könnte man dann auch dann machen. Okay, da ist irgendwas drin, Leute, in dieser Truhe hier drin. Ah, der Schlüssel ist in der... gut. Ich fühle mich gut. Ah, da oben ist die... jetzt muss man nur das abschießen. Okay, die ganze Sache frei, ja? Ich bin... Ein großer Schatz, Leute. Bin ich mal gespannt, Leute, was für ein Schatz das ist, Leute. Hier bin ich mal sehr gespannt. In die eine Schatzkarte, okay. Okay, die Schatzkarte. Okay, da sind noch zwei Punkte. Und da, okay. Das heißt, wir könnten... Aber wenn wir die Berserker-Mission fertig haben, Leute. Wenn wir die Berserker-Mission fertig haben, so, ja. Wenn wir die erledigt haben, Leute, können wir noch ein bisschen hier rumreißen, Leute, und das und die Gebiete noch weg machen. So würde ich sagen, dass wir hier die Gebiete noch und dann... was machen, Leute. Oh, das... Oha, der Galgenbaum. Oh. Wie versprochen. Wir werden hier ein bisschen weiter vorgehen, weil es eine... so ein bisschen eine Ehre, weil es hier Leute schon... Wie gesagt, Galgenbaum. Wo hier Galgen... Oh, mal heftig, Leute. Das ist jetzt heftig, aber wir müssen weiter. Deine Tollkirschen. Gut. Sie haben die nötige Macht für das kommende Ritual. Es ist fast fertig. Die Skalden sagen, Odin habe sich an einem Baum wie diesem erhängt. Die meisten sterben, doch er überlebte. Yggdrasil, der Weltenbaum. Odins Galgen, der Ort, an dem Leben und Tod eins sind. Reite mit mir, Rabe. Der Seder erwartet uns. Okay,
Der Berserkertrunk ist stark. Er mag dir Einblick in die Geisterwelt geben. Oder dich in ein wildes Tier verwandeln. Was auch passiert, stell dich ihm ohne Furcht. Okay. Okay, hoffentlich müssen wir nicht gegen die Björn kämpfen. Wie nennt man euch, ihr Bärenhäute, Wolfshemden, Koster von Blut? Wir sind die Schildbeißer, Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut. Was bringt der Kampf euch, ihr Bären, heute? Ihr Wolfshemden, Koster von Blut! Wir kämpfen für Ruhm, wir Schildbeißer! War für dir irgendwie klar, der Schlachtenflut, dass wir gegen ihn kämpfen müssen? Dass wir gegen Björn kämpfen mussten. Weil sie. Irgendwie war es fast klar, Leute, dass es passieren wird, denke ich. Glaube ich mal, dass es Björn war. Oder das Tier. Das. Ich war dem Tod schon oft nah. Doch das hier, das war anders. War doch nicht Björn, wo haben wir es dann. Oh, das ist Berserker. Alle sind wir jetzt, können wir zu einem Berserker. Ah, oh, zum Glück haben wir ihn beide getötet, glaube ich. Ich hab's fast geahnt, gedacht, dass wir beide töten. Eventuell. Fühlt sich an, als hätte mir ein Jüthund den Kopf zerstampft. Ein prächtiges Gefühl, oder? Berserkertrunk bekommt mir nicht so sonderlich gut. Aber du lebst noch. Fühlst du die Macht des Bärenblutes, das durch deine Adern strömt? Ja, aber du warst ein Bär. Und ich spüre die Bärenmacht noch immer. Ich bin bereit. Wohin? Die Mercer, die meine Frau ermordeten, verkriechen sich in Beodritches Wort. Wir werden sie alle töten! Zu mir! Njal wird mercisches Blut kosten. Zeig mir, was du kannst, Berserker. Für Alfie! Alter, jetzt. Oh, jetzt kämpfen. Da wollen wir ja eigentlich auch hingehen danach, Leute, wollten. Wo wir ja auch hin wollten danach. Wo wir hier die Mission machen konnten, die Raubzüge. Also da ist, ich glaube, da ist ein bisschen jetzt im Warnland. Ja. Ja. Ja.
Alle immer diese diese Schultern, Leute. Alle, wie wir hier aufräumen, Leute. Immer hier aufräumen, Leute. Ja, das schafft ihr. Alter, drei Leute. Du ließest sie töten. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn erledigt. Jetzt hat er seine Rache, Leute. Und wir müssen aber hier bald wieder zurück, Leute. Wir werden hier auch wieder zurückgehen, Leute. Bis weit. Ah, jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir aus dem. Wir werden mir eh wieder bald zurückkehren, Leute. Alles pietate, und em lava bit apparatus quod ad ut non sit in. Da werden wir eh bald zurückhören, Leute, in das Gebiet. Ja. Björn, dein Feind ist tot. Du hast deine Vergeltung. Ja, doch nun fürchte ich, ich muss dich noch um eines bitten. Wenn du willens bist. Was ist los? Jall ist müde. Ich werde mich unter dem Baum, wo all dies begann, um sie kümmern. Bitte, bringe uns ein paar ihrer Lieblingsblumen. Sie sehen aus wie... Ich weiß welche. Ich sammle sie und komme dann zu dir, unter den Galgenbaum. Ach. Bleib stark, mein Kind. Björn ist hier. Ich sah einige von Jalls Lieblingsblumen hinter dem Galgenbaum. Ich würde sagen, für heute machen wir wieder Feierabend.
somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.